Hey ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es das zweite Video der Back to School Reihe dieses Jahr auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich mit euch heute ein paar Tipps teilen, wie man organisierter sein kann bzw. perfekt organisiert in das neue Schuljahr starten kann. Und genau. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass ich jetzt einen YouNow-Account habe und dort auch jetzt regelmäßig streamen werde. Und zwar heiße ich da Eleanor Live. Blendet euch das mal hier ein, da könnt ihr mir gerne folgen. Und ja, jetzt geht's los. Ja, der erste Tipp ist ziemlich obvious, aber ich wollte es trotzdem nochmal mit sagen. Und zwar ist es, einen Planer zu haben, beziehungsweise irgendwas, wo man sich halt was aufschreiben kann, sei es ein Notizbuch, ein Bullet Journal, halt was, wo man seine Hausaufgaben, irgendwelche LKs oder Klausuren oder sowas einschreiben kann, um einfach keine Termine zu vergessen. Das hier wurde mir von der Firma Heft zugeschickt, also mit einem L und zwei F, die auch freundlicherweise das Video heute gesponsert haben. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da gibt es noch dieses und viele weitere Hefte von Heft zu gewinnen. Also ich mache eine kleine Verlosung am Ende. Und ja, ich meine, was soll ich jetzt dazu sagen? Hausaufgabenhefte sind halt einfach essential, wenn man wirklich organisiert sein will. Also ich habe das damals immer so gemacht in meiner Schulzeit, dass ich natürlich das eingetragen habe an dem Tag, wo ich jetzt irgendeine Hausaufgabe auf hatte oder eine LK geschrieben habe. Und wenn irgendwas ganz besonders wichtig war, habe ich das dann halt auch noch markiert, sodass es mir gleich ins Auge gestochen ist. Also wenn das halt höhere Priorität hatte, wie zum Beispiel eben ein Test oder wenn ich irgendwas abgeben musste. Und ja, dann habe ich das auch immer schön abgehakt, wenn ich fertig war mit der Sache, also wenn ich die Hausaufgabe erledigt hatte. Ich habe mir dann auch täglich noch so eine kleine To-Do-Liste geschrieben, also was ich halt an dem Tag erledigen will an Hausaufgaben und an Lernstoff, was eigentlich ganz nützlich war. Dadurch konnte ich mir halt den Lernstoff auch besser aufteilen, sodass ich halt nicht am Ende alles an einem Tag lernen musste, was halt auch bei der Aufteilung der Klausuren sonst manchmal der Fall gewesen wäre. Ja, also Hausaufgabenheft essential. Oder halt Bullet Journal. Also ich habe dann ab der zweiten Hälfte des letzten Jahres, also ab 2018 halt, habe ich ein Bullet Journal geführt. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man da halt nicht so die Wochentage so schön vorgetragen hat. Aber wenn man das Bullet Journal halt immer so fleißig führt, dann funktioniert es eigentlich auch mit einem Bullet Journal recht gut. Ja. Mein zweiter Tipp ist besonders am Anfang des Schuljahres relativ wichtig. Und zwar ist das, einen Stundenplan irgendwie aufzuschreiben. Also wir haben unseren Stundenplan in der 11. und 12. Klasse immer ausgedruckt bekommen. Aber man kann den natürlich auch ganz einfach selber machen. Und ich habe mir dann auch immer hingeschrieben, in welchen Räumen das ist, weil sonst findest du die Räume halt nicht. Ich habe mir dann auch immer mit so einer kleinen Punktlegende angezeichnet, an welchen Tagen ich bestimmte Utensilien brauche, was auch besonders halt am Anfang relativ nützlich war. Dann konnte ich mir ein bisschen merken, wann ich welche Fächer hatte. Also zum Beispiel, wann ich meinen Translator mitnehmen musste. Also wir hatten so einen kleinen Translator für Englisch und Französisch und wann ich mein Tafelwerk mitnehmen musste und meinen Taschenrechner und so weiter. So habe ich das nie vergessen und ja, war halt immer richtig gut organisiert, genau. Falls ihr der Meinung seid, dass ihr trotz Hausaufgabenheft / Bullet Journal irgendwas Wichtiges vergesst, stellt euch einfach einen Wecker. Das habe ich auch ganz oft gemacht. Also besonders, wenn es um solche wichtigen Zettel geht, die man halt für die Schule ausfüllen musste oder um Geld, was halt unbedingt mitgebracht werden musste oder irgendwelche Dinge, habe ich mir einfach einen Wecker gestellt. Oder wenn ich halt wirklich noch irgendwelche Hausaufgaben so spätabends machen musste, habe ich mir einfach einen Wecker gestellt und der klingelt ja dann und dann wird man auf jeden Fall dran erinnert. Besonders am Anfang des Schuljahres bekommt man ja ständig solche Zettel, irgendwas Organisatorisches, was die Eltern unterschreiben müssen und dann muss man es wieder mitbringen. Und das liegt in einem Hausaufgabenheft und rutscht in die Schultasche rein und dann findet man es nicht wieder. Und dafür habe ich eine perfekte Lösung für euch, nämlich so eine Hülle. Also natürlich geht auch so eine Klarsichthülle, aber die ist cooler, weil hier fällt nichts raus. Also es ist so ein, hat so einen kleinen Klettverschluss und dann kann man halt hier eigentlich echt richtig viel reinpacken. Und das könnt ihr einfach in euren Ordner oder Hefter halt abheften. Also es hat halt hier solche Löcher an der Seite. Und da habt ihr halt nie wieder irgendwelche fliegenden Blätter in eurem Hausaufgabenheft oder ein Hefter. Und ja, das ist halt echt praktisch. Also diese Dinger gibt es wahrscheinlich überall im Schreibwarengeschäft. Also ich habe die bei Pfennigwerfer gekauft. Aber ich weiß, dass es diesen Laden nur im Osten gibt. Also schaut mal bei MacPaper oder so, da gibt es die bestimmt auch. Genau. Und ein weiteres Werkzeug gegen eine lose Blattsammlung ist so ein Taschenlocher. Also das ist hier eigentlich so ein ganz normaler Blauer gewesen. Aber ich habe den mit Nagellack verschönert. Deswegen ja, sieht er jetzt so fancy aus. Das ist echt wichtig. Also man bekommt ja sehr, sehr oft irgendwelche Arbeitsblätter, die dann auch irgendwo in irgendwelche Zwischenräume rutschen und dann sucht man die kurz vor der LK vergeblich und du denkst dir so, warum habe ich kein Taschenlocher mitgehabt? Ja, Taschenlocher. Saves lives. Nee, aber ist wirklich so. Also seit ich ein Taschenlocher in der Schule mit habe, habe ich eigentlich nie irgendwelche Blätter, die einfach so rumfliegen, außer die reißen halt raus aus dem Ordner. Das ist dann als Mist. Aber ja, so hat man dann halt einfach den kompletten Überblick, wenn alles schön eingeheftet ist. So, mein letzter Tipp richtet sich eher an die Oberstufler. Da muss man ja häufiger mal Bücher lesen und die meisten Lehrer sind dann ja so, bis zu dem und dem Tag, um die Uhrzeit, müsst ihr die Bücher gelesen haben, sonst kracht, sonst
kriegt ihr alle eine 6 oder was weiß ich. Aber ja, mein Tipp ist es, dass ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie das, also wenn ihr wisst, okay, da ist noch ganz lange Zeit bis dahin, braucht ihr noch nicht anfangen zu lesen, aber ihr könnt ja mal schon mal so reinschnuppern in das Buch und vielleicht mal so stoppen, wie lange ihr für eine Seite von dem Buch braucht. Es gibt ja so hässliche Bücher, ne, wo du so gefühlt 10 Minuten für eine Seite brauchst, weil du es einfach nicht verstehst. Und dann kannst du ja hochrechnen, also guckst einfach, wie viele Seiten das Buch hat, wie lange du ungefähr dafür brauchen wirst, sodass du nicht einen Tag vorher anfängst und dann so merkst, hui, das wird nichts mehr bis morgen. Ja, also so, dass ihr dann einfach genug Zeit habt, das Buch zu lesen. Meistens bringt es zwar sowieso nichts, weil in der Lektürekontrolle irgendwelche Fragen drankommen, die kann man einfach nicht wissen, aber also zumindest war es bei mir so. Aber ansonsten, ja, vielleicht habt ihr ja Glück und ihr habt einen guten Deutschlehrer. Ja, das ist so mein letzter Tipp gewesen. So, und jetzt geht's an die Verlosung. Und zwar verlose ich 4, Moment, ich habe nicht so große Hände, 4 von diesen Heft-Hausaufgabenheften. Also 2 davon sind richtige Hausaufgabenhefte mit Vordruck halt, also die Wochen sind halt da vorgedruckt und ist noch cooles anderes Zeug mit drin. Ich blätter es euch gleich mal durch und blende es euch ein. Und die 2 in der Mitte sind Bullet Journals, also einfach gedottet, also mit kleinen Punkten drin. So, als erstes zeige ich euch das Hardcover-Hausaufgabenheft. Das ist auch das dickste, weil hier ganz, ganz viel zusätzliche Information drin ist, die man auch super gebrauchen kann in vielen Unterrichtsfächern oder einfach mal durchlesen kann, wenn einem vielleicht langweilig ist. Und dann sind auch ganz viele verschiedene Seiten noch zu Noten, irgendwelchen Terminen, die man eintragen kann oder Lernplan, alles Mögliche. Und dann halt die Daten sind immer schön vorgetragen, sodass man das nicht selber eintragen muss. Ist echt super praktisch und es hat auch noch so eine kleine To-Do-Liste am Rand immer. Das zweite Hausaufgabenheft ist ein Softcover, also es ist ein bisschen dünner und auch ein bisschen leichter. Aber es ist von der Art her genauso aufgebaut wie das erste, also hat auch verschiedene Felder, wo man zum Beispiel seine Noten oder sowas eintragen kann, was echt super praktisch ist. Und dann sind auch die Monate immer verschieden designt, also so die Aufmachung her, wenn man da jetzt, also ich werde das euch mal durch, ihr seht, dass es immer ein bisschen unterschiedlich ist, was ziemlich cool ist. Und ja, das ist das Bullet Journal, das ist wie gesagt gepunktet und ich werde euch dann auch über eine persönliche Nachricht noch da lassen, also an die Gewinner, die eben die Hefte dann bekommen. Und ja, genau. Ja, die zu gewinnen ist ziemlich easy. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben oder mehrere. Also das erhöht natürlich eure Chance, gesehen zu werden von mir. Und schreibt mir einfach, was ihr euch für das nächste Jahr vorgenommen habt, also für das nächste Schuljahr. Und schreibt mir noch, wenn ihr wollt, welches Bullet Journal oder Hausaufgabenheft ihr wollt. Also welche Farbe davon. Und ja, genau. Ich suche dann nächste Woche einen Gewinner aus und hoffentlich seid ihr dann auch ansprechbar und ich kann euch das dann zusenden. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen bei dem Gewinnspiel und ja, das war's für heute. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und es hat euch gefallen. Ich weiß, ganz, ganz viele haben jetzt noch ziemlich lange Ferien. Also gerade unter meinem letzten Video haben voll viele so kommentiert, so ja, meine Ferien haben gerade erst angefangen, was? Naja, aber wie gesagt, also gerade in Sachsen haben die, glaube ich, jetzt nur noch 1 oder 2 Wochen Ferien oder so und dann geht's auch schon wieder los. Also es ist halt echt total unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Deswegen habe ich halt jetzt schon angefangen mit der Back-to-School-Reihe. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!